Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der Herr wurde mein Halt, er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hat an mir gefallen. Mit diesem Eröffnungsvers zeigt uns die Kirche schon, wie der Herr an uns gefallen hat. Er ist unser Halt, er ist unsere Zuversicht. Er ist uns alles. Und weil er uns alles ist, weil er uns liebt, sieht er auch über manche Schwierigkeiten und Fehler, die wir haben, drüber. So dürfen wir um das Erbarmen des Herrn bitten. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld, Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, deine Vorsehung bestimmt den Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. Lenke die Welt in den Bahnen deiner Ordnung, damit die Kirche in Frieden deinen Auftrag erfüllen kann.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Spruch des Herrn, Wort des lebendigen Gottes. Danke. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen. Mir macht das allerdings nichts aus. Wenn ihr oder ein menschliches Gericht mich zur Verantwortung zieht, ich urteile auch nicht über mich selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, doch bin ich dadurch noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der mich zur Rechenschaft zieht. Richtet also nicht vor der Zeit, wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lebendig ist das Wort Gottes und kraftvoll. Es richtet über die Regungen und Gedanken der Herzen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie.
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine einzige kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch für um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere hinzugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, macht euch keine Sorgen, sagt die Versicherung. Ich zahle, wenn ein Schadensfall eintritt. Macht euch keine Sorgen, sagt der Fasching. Nützt die Zeit, er dauert nicht mehr lang. Macht euch keine Sorgen, sagt auch die Bibel. Und sie sagt dazu, du hast einen Vater im Himmel. Gleichlautend ist immer das Erste, macht euch keine Sorgen. Der Unterschied liegt im Nachsatz. Bei der Versicherung, wie gesagt, da springt die Versicherung ein in einem Schadensfall. Der Fasching ist ohnehin bald zu Ende. Der Vater im Himmel aber ist immer da. Das ist der riesige Unterschied. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass es falsch ist, wenn Menschen den Glauben so sehen, gleichsam wie eine Versicherung. Im Schadensfall, da kann ich nach Gott greifen, sonst brauche ich ihn nicht. Aber das ist wirklich verkehrt. Der Vater im Himmel will immer unser Vater sein und er will immer nur Gutes für uns. Die Bibel ruft dabei auch die Natur als Zeugen auf. Seht euch die Vögel an. Sie brauchen nicht säen, nicht ernten und sie werden doch ernährt. Gott sorgt dafür. Er ist der gute Vater, nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Schöpfung. Und er sagt dazu, ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel, als alles, was sonst in der Welt ist. Ihr seid doch meine Kinder. Kritisch wird's, wenn Menschen nicht in Demut und Vertrauen zu Gott aufschauen. Wenn man den Vater sozusagen herabzieht, sich selbst zu Gott macht.
sich selbst ein Denkmal setzt vielleicht. Ein Beispiel sagt uns die Bibel auch, Sie kennen es, den Turmbau zu Babel. Die Menschen sagten sich, ja, wir wollen groß werden, eine Großmacht. Wir wollen einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Das heißt nichts anderes als, wir wollen selber so Gott, so sein wie Gott. So hoch oben, über alles herabschauen. Wir brauchen keinen Gott. Ja, Türme baut die Kirche auch. Sind das Nachahmungen vom Turm zu Babel? Nein, sicher nicht. Sie dürfen es nicht sein. Denn die Türme der Kirchen zeigen in den Himmel. Sie sind ein Fingerzeig nach oben. Dort ist Gott. Schaut hinauf zu ihm, zu eurem Vater. Ein gutes Beispiel ist dabei auch die Gotik, jene Kunstepoche, die die Bauten hochgezogen hat. Nicht wie den Turm von Babel, damit man so hoch wird wie Gott und ihn nicht mehr braucht, sondern als Fingerzeig, da hinauf müsst ihr schauen, und dort ist Gott, der Vater im Himmel. Und die Menschen, die damals in der Gotik Bauleute waren, die haben das verstanden. Wenn zum Beispiel ein Steinmetz hoch oben, wo kein Mensch mehr hinaufkommt, es sei denn mit irgendwelchen Gerüsten oder sonstigen Dingen, kein Mensch sonst, der auf der Straße ist, sieht es. Aber der hat sich für die letzte Grappe, die er gemeißelt hat, genauso angestrengt wie unten, wo die Menschen es sehen konnten, diese Steinmetzarbeiten in der Gotik. Warum hat er es getan? Weil er es für Gott, zur Ehre Gottes getan hat. Er wusste es. Die Menschen brauchen es gar nicht sehen, aber ich tue es zur Ehre Gottes. Sind wir da dabei? Zur Ehre Gottes leben, zur Ehre Gottes vieles Gutes tun, nicht um sich selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern weil ich Gott liebe und weil dadurch ein Zeugnis für Gott aufscheinen soll. Sind wir dabei, wenn wir Gottesdienst feiern, dass es zur Ehre Gottes ist? Freilich fällt für uns auch viel ab, aber es soll nicht das Erste sein, ich gehe in die Kirche, damit ich wieder Kraft bekomme. Das bekomme ich ja ohnehin drauf. Ich gehe in die Kirche zur Ehre Gottes, weil ich Gott liebe, weil ich an ihn glaube, weil er mein guter Vater ist, weil er immer da ist und ich immer zu ihm gehen kann, ihn immer wieder anrufen kann und ihn lieben kann. Gott, unser Vater.
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, sagt Jesus, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Der Wille des Vaters im Himmel ist ihm das Wichtigste. Und wir beten ja auch im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. So wollen wir da sein zur Ehre Gottes und auch in Empfang nehmen, was er uns dafür schenkt. In erster Linie aber, weil wir Gott ehren und lieben und an ihn glauben. Gelobt sei Jesus Christus. Jetzt sind wir aufgerufen, den Glauben auch auszusprechen und zu bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater im Himmel, du weißt, was wir brauchen. Du nimmst dich unser an. Wo wir Not und Sorgen wahrnehmen, dürfen wir dich bitten. Wir beten für die Menschen, die unter Krieg, Terror und Willkür leiden, und für alle, denen es am nötigsten fehlt, an Nahrung, Medizin, an Bildungsmöglichkeiten und einer Lebensperspektive. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, dass sie Wege zu mehr Frieden, Gerechtigkeit und Toleranz finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich nicht wahrgenommen, nicht gebraucht, nicht geschätzt und sogar wertlos fühlen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die sich im Alltag mit seinen Anforderungen und Ablenkungen verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns und alle Christen, die wir uns immer neu an dir festmachen und so dein Reich unter uns Menschen erfahrbar werden lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für Erhard Siegel, der in dieser Woche Sterbetag hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Vater im Himmel, für dich ist jeder Mensch wichtig und wertvoll. Du willst, dass alle in deinem Reich Leben in Fülle finden. Dir sei Dank und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Thank you.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gütiger Gott, du selber hast uns die Gaben geschenkt, die wir auf den Altar legen. Nimm sie an als Zeichen unserer Hingabe und gib uns die Kraft zu einem Leben nach deinem Willen, damit wir einst den ewigen Lohn empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir wollen sie an Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ihr
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn er ist das Reich und die Kraft und die Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt:
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Er wird ihn auch uns geben, wenn wir ihn darum bitten, Herr Jesus Christus. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heiles geschenkt. Dein Sakrament gebe uns die Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hören wir die Verlautbarungen. Morgen Montag und Dienstag jeweils um 7.15 Uhr Heilige Messe. Mittwoch, Aschermittwoch, 7.15 Uhr Heilige Messe. 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung. 19 Uhr Heilige Messe, jeweils mit Aschenkreuz. Donnerstag, 7.15 Uhr Frauenmesse, die katholische Frauenbewegung für lebende und verstorbene Mitglieder. Am Freitag um 7.15 Uhr Schüler- und Seniorenmesse. Am Samstag, 7.15 Uhr Heilige Messe. Am Sonntag, 7.30 Uhr Frühmesse, erster Fastensonntag, 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst und um 14 Uhr Kreuzwegandacht. Am Aschermittwoch wird bei den beiden Gottesdiensten das Aschenkreuz ausgeteilt. Die Volksschüler erhalten es in der Schule. Herzliche Einladung zum monatlichen Segnungsgottesdienst am Donnerstag in Pirbach mit Pfarrer Martin. Ab 18.30 Uhr Gebet und Beichtmöglichkeit, 19.30 Uhr Heilige Messe, anschließend Möglichkeit zu Einzelsegen im persönlichen Anliegen. Der Stammtisch für pflegende Angehörige findet am Mittwoch um 19.45 Uhr im Gemeindeamt statt. Am Donnerstag ist Mittagstisch des sozialkarativen Arbeitskreises. Einladung zum Abend der Barmherzigkeit in der Pfarrkirche St. Thomas am Blasenstein am Freitag mit Kaplan Magister Franz Dangl aus Zwettl. 18.30 Uhr Lobpreis, 19.30 Uhr Heilige Messe. Am Samstag wird der Herz-Maria-Söhne-Samstag in der Pfarrkirche Kaltenberg mit Kurat Matthias gefeiert. 15 Uhr Rosenkranzgebet, 15.30 Uhr Herz-Maria-Messe. Das katholische Bildungswerk unter Weißenbach und die KfB Kaltenberg laden zu drei Bibelabenden in der Fastenzeit mit der Referentin Ingrid Penner ein. Näheres dazu im Aushang. In der Fastenzeit wird wieder zu den Kreuzwegandachten an den Sonntagen jeweils um 14 Uhr und auch zum täglichen Rosenkranzgebet eingeladen. Ja, fangen wir mit Entschlossenheit die Fastenzeit an. Es ist eine großartige Zeit der Besinnung, eine Zeit der Umkehr, eine Zeit, in der wir uns erneut vorbereiten auf das große Ereignis der Auferstehung Jesu und auch auf das Ereignis, dass wir in diese Auferstehung Jesu Christi hineingenommen sind und ihr folgen können. Aber es ist eine gute Vorbereitung auch notwendig, die uns in der Fastenzeit ja angeboten wird. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Geht hin in Frieden. Amen.